Und wir hoppeln weiter in diesem Spiel, in dem ich vergessen habe zu speichern. Deswegen machen wir das jetzt. Und zwar God of War. Wir sind immer noch in, nicht Muspelheim, sondern Helheim, auf dem Weg irgendwie wieder raus. Und deswegen haben wir uns ein fliegendes Schiff gebaut, weil die Gesetze der Physik sind eh Quatsch. Oder brennende Leichen geben wesentlich mehr Auftrieb, als ich das jemals geahnt habe. Was weiß ich schon. Aber was hier vor allem gibt, ist Loot. Das ist wunderschön, Sohn. Ich sagte, bleib auf dem Boot. Wir finden einen Stein der Feuerüberlegenheit. Legendärer Zauber, 25% mehr Brandschaden. Warte mal, das ist tatsächlich nicht schlecht, weil die Dinger hier, die ich gerade benutze, machen in der Tat Brandschaden. Und wie mein ganzes Gear ist auf Brandschaden ausgerichtet. Die einzige Frage ist bloß, habe ich schon... Der kriegt bloß mal auf einen Rage erlittenen Schaden. Das hat halt gute Stats, das Ding, ne? Reduziert Rage-Kosten von Angriffen, spart das Rage. Das können wir eventuell ersetzen. Erhöht Axtschadenswürfe. Das ist, glaube ich, nicht mehr so geil. Gesundheitsschub bei jeder Erfolg in Parade ist ganz nice. So, mehr Frostschaden, moderate auf einen Segen der Abklingzeit bei ihrem erfolgreichen Block. Das bringt halt nur in Stärke, einfach nur stumpf, ne? Zufallsrate von Permafrost, aber das ist ein richtig geiles Ding eigentlich. Das bringt halt 17 Abwehr, ne, weil es Level 7 ist. Nee, dann könnte ich, glaube ich, guten Gewissens das hier, die Rage-Kosten rausnehmen und dafür tatsächlich das makellose Wappen der Welt mitschleppen. Mehr Brandschaden, oder? Warte mal, was? Okay, also entweder ich nehme das makellose Wappen der Welt, was 14 Wit bringt, aber nur 50% mehr Brandschaden. Oder aber ich nehme den Stein der Feuerüberlegenheit, der 25% mehr Brandschaden macht. Decisions, decisions, decisions. Decisions. Das ist irgendwie gefühlt für mich Achso. Oh, ich sollte da vielleicht draufstehen. Oh. Vielleicht ging ich, dass hier auch alles ist, ne? Also irgendwo muss hier die heimliche Heerpolizei unterwegs sein und sich viel Mühe damit geben. Oh nein. Da hat jemand seinen PlayStation-Controller nicht vom Stream aufgeladen. Welch Elend aber auch. Na gut. Ernsthaft? Das zählt nicht. Gab es denn hier eine Zwischenetage? Ich muss kurz schauen. Oh, hier gibt es in der Tat eine Zwischenetage. Oder? Nein. Achso, ich könnte einfach diese Brücke hochziehen, dann wäre es auch okay. Aber das... Okay, es gibt keine Zwischenetage. Na gut, dann gibt es halt keine. So, was bin ich sehend? Können wir das kaputt machen? Also unfassbar viel machen können wir hier auch nicht, habe ich das Gefühl. Kann ich hier was... Ich meine, das sieht so aus, als könnte ich da das kaputt machen, mein Boot. Das Boot hängt an der Brücke hier fest. Ja, ja, ist ja gut, Sohnfried. Aber guck mal, es gibt hier bestimmt noch Schätze zu holen. Und das ist ja wohl wesentlich wichtiger, als dieses komische Boot hier von irgendwelchen Sachen zu befreien. Guck mal hier, so mal hier... Nochmal hier. Da weiß ich nicht, wie ich hier runterkommen soll. Wahrscheinlich hat sich das Spiel was gedacht dabei. Kann ich runtertorben? Nö. Ach so. Ich hätte vielleicht erst das Boot befreien sollen. Naja. Ach so, was ist denn das hier noch? Oder wir klettern einfach. Wie schön, dass das Spiel immer irgendwie Lösungen hat. Bei solchen Sachen frage ich mich immer, ob es zu irgendeinem Zeitpunkt tatsächlich mal nicht möglich war, runterzukommen und dann irgendein Spieletester halt genauso dumm war wie ich. Aber ich muss da übrigens hoch, fällt mir gerade so auf, ne? Warte dort auf mich. Echt jetzt? Ach komm, ihr könnt hook. Ihr könnt gerne zu mir hochkommen. Das hat gerade diesmal perfekt geklappt, ne? Haha! Und nun? Atreus. Darf ich helfen? Gemeinsam. Als ob Sohnfried irgendwelche Kraft hat.
weil es kein Yakuza-Spiel, muss ich wahrscheinlich nicht drücken wie so ein Affe, oder? Ja klar, wir haben gerade das ganze Boot weggehoben. Obwohl, das Boot kann nicht so viel wiegen, es kann ja fliegen. Ist frei. Aus Helheim entkommen, wie schön. Stell dich mir, Vater! Lass es uns beenden! Ja, mein Sohn. Es ist Zeit. Nein. Wieder diese Stimme. Weißt du, wer das ist? Ich weiß es nicht. Aha. Himmel von Helheim. Neuer Bereich entdeckt. Eisberg! Backboard! Festhalten! Da sind wir eigentlich in unserer Zeit weit voraus mit Eisberg Backboard, oder? Warte, kann ich den da in das Feuer reinhauen, wollte ich gerade fragen. Wer möchte hier rumnerven? Wenn ich nicht nur Level 4. Ist ja noch so einer. Oder kann ich die einfach wieder runterfahren? Tschüss! Aber ich sehe gerade, ich kann die auch mit Axt weghauen. Was? Das ist voll nicht okay. Ja, das ist voll nicht okay. Mögen die einfach kein Feuer? Tatsächlich, die greifen mein Feuer an. Das ist eine absolute Frechheit. Könnte ich jetzt bitte aufhören, diesen Typen anzuvisieren? Würdest du bitte aufhören, meinen... Ach, der geht nicht. Wer dich auch nicht bremsen lässt! Was ist denn hier... Jetzt werden wir ja noch geändert, oder? Das wollte ich gar nicht. Eine Harpune! Ich befreie uns! Wo kommt denn auf einmal diese ganze riesige Augen... Wo kommt denn auf einmal diese ganze riesige Organisation hier von den Truppen Helheims her? Müssen wir mal die andere Frage, seit wann ist denn Helheim überhaupt irgendwie von Leuten bewohnt, die irgendwie... Bin ich gerade so ein bisschen verwundert, dass die Typen immer noch nicht versucht haben. Ja, okay, oder? Ja, ich würde ja gerne erstmal diese Scheiße mit der Harpune hier machen. So, kann ich jetzt diese Scheiße halt nur machen? Brauche ich dafür die Axt? Achso, es gibt doch einen Dialog. Natürlich schieben wir einfach die Harpune einfach runter. Easy. Wir sind frei. Mal wieder. Wo auch immer die überhaupt herkamen. Wir fliegen direkt unter der Brücke lang. Achso. Oh, hallo Vogel. Kopf. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade rein optisch gesehen? Wo zur Hölle sind wir? Kann ich weiter rausziehen? Ich kann auch weiter rausziehen. Ich habe ehrlich gesagt immer noch keine Ahnung, wo wir sind. Aber... Wie lange noch bis zum Tempel? Ja, es ist eiskalt. Bei der Geschwindigkeit und wenn die Feuer nicht ausgehen, müssten wir bald da sein. Ja... Wo kommst du denn her? Na. Ich krieg das hin. Oh, geht das wieder los hier mit euch hier? Das Feuer ist aus! Oh. Oder die Axt. Die Axt macht, glaube ich, eher nichts, was sie soll. Die nerven ganz schön. Was haben die denn gegen mein gutes fliegendes Feuerschiff? Und wie genau kommen die hier eigentlich hoch? Möchte ich mir das irgendwie mal erklären? Also wie zu verhindern, dass das Feuer ausgeht? Das andere ist ja auch aus. Oh. Ist ja ein Wunder, dass wir noch nicht abgestürzt sind.
Na gut, vielleicht mögen die es auch einfach nicht, dass... Alter, ist der mit euch nicht in Ordnung? Könnt ihr bitte aufhören, mein Feuer auszumachen? Das war teuer. Wisst ihr gar nicht, was ich alles getan habe für diese... Linke Seite, Bruder! Jetzt wollen die da hinten schon wieder mein Feuer. Ist denn mit euch nicht in Ordnung? Vielleicht zwei von denen, also wirklich. Lass doch mal gefälligst die Flamme hier an. Das ist kalt sonst hier. Ja. Wie viel seid ihr denn noch? Ja, hallo? Ich kann halt nichts machen. So, wo war ich da her? Immerhin ist es relativ praktisch, dass sie mir halt mitten ins Feuer reinrennen, ne? Ist denn mit euch nicht in Ordnung? Lasst doch mal die Fackel an hier, also wirklich. Die haben doch nichts Besseres zu tun. Wie sie wieder an dieses scheiß Feuer ran wollen, also wirklich. Ich sehe also, um die Leichen von, um die Toten von Helheim davon abzuhalten, irgendwas zu machen, dich anzugreifen, musst du eigentlich nur so ein Feuer dauerhaft entzündet halten. Alter, ist der mit dir nicht in Ordnung? Oh, noch so ein scheiß Anker. Das beeinträchtigt minimal unsere strukturelle Integrität, oder? Haben wir irgendwelche Schätze geladen? Oh nein, ich höre eine Hexe. Ich hab voll gar keinen Bock auf eine Hexe. Mehrere Hexen, oder? Das sind mehrere Hexen. Was ist das denn? Ist der Vogel schon wieder? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich ja behaupten. Dass der Vogel mich nicht leiden kann. Da haben wir es dann. Ach, hier ist ja noch so ein komischer Anker. Junge, 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 Junge. Also das ist... Der Flug durch Helheim ist schon so ein bisschen stressig, ne? Mal wieder, ja. Da hinten ist noch Loot. Also diesmal müsste... Liegt wahrscheinlich immer noch beim Händler ein verlorenes Loot rum, oder? So, das ist der... Vogel, der ist. Sind wir gleich über dem Vogel? Hallo Vogel. Wie kann das Feuer brennen? Wie wäre es mit Magie? Oder die Klingen? Ja, also die Klingen, die sind. Da solltest du vielleicht nicht so viele schwere Fragen stellen. Da sind wir gleich auf der anderen Seite der Brücke. Jetzt fliegen wir doch an diesem verdammten Vogel vorbei. Das ist ja auch extrem schlecht jetzt, oder? Ist das jetzt nicht dieser der Brücke, wo wir auf keinen Fall sein wollen? Oder sind wir auf der richtigen Seite? Weil der Vogel stand doch eigentlich hier, oder nicht? Naja, das ist schon in Ordnung, nehme ich mal an. Oh, ich höre Gegner, die mein Feuer ausmachen wollen. Bitte lasst mein Feuer an. Kinder, ihr könntet doch einfach eine halbe Stunde abwarten. Dann könnt ihr hier jedes Feuer ausmachen, wo ihr Bock habt. Aber nein, ihr müsst hier unbedingt rumnerven. Also wirklich. Was ist hier so ein Fetti? Ich muss immer noch nicht geparried habe. Ich höre hier schon wieder Leute, die mein Feuer ausmachen wollen.
Eine absolute Frechheit ist das! Ja, zum Glück ist der auch eh so mächtig, ne? Jetzt habe ich schon wieder diesen Scheiß. Ach, ich mach das jetzt einmal hier. Das war völlige Verschwendung, weil ich brauche bestimmt bei der nächsten Valkyrie. Aber das, das spiegelt. Oh, das war's schon. Oh. Weitere Harpunen! Wir hängen wieder fest! Bruder, der Bug des Boots wurde harponiert! Ja, super! Hier passieren so viele Dinge. Ja. Aber wenn ich die Ads töte, sind die dann, bleiben die dann tot oder kommen wieder neue? So, ich muss kurz testen, ob das Vieh durch den Axt Schaden nimmt. Oh ja, nimmt's. Ja, dann könnte ich ja mal das hier machen. Wie das ganze Stück rausfällt. Der Buff ist schon extrem geil. So, war das der einzige? Ich glaub nicht, oder? Geh nicht auf den Bug. Er wird abbrechen. Aber wir müssen die Harpune lösen. Ja, dann lass uns doch den Bug abbrechen. Das Schiff fliegt bestimmt ohne, oder? Oder? Naja, das ist ziemlich präzise, was wir machen. Also ein Schiff braucht keinen Bug, oder? Vielleicht ändert das auch unsere aerodynamischen Eigenschaften. Ja komm, den Rest können wir auch springen, oder? Weil hier waren wir doch schon an der Stelle, es oder? Es ist Zeit, mein Sohn. Sieh dich um, sieh, was du getan hast. Oh, kommt jetzt der Endkampf gegen Zeus? Diese Springpläne sind immer wieder toll. Das war dein Plan? Ihr seid ja beide irre. Das hat doch super funktioniert. Wir haben eine weitere geheime Welt. Jetzt. Nein, wir verlassen hier nicht ab. Ich sehe eine geheime Kammer von Odin. Die wird geplündert. Die übrigens immer noch nicht in der Helheim-Zusammenfassung zu finden ist, aber was weiß ich schon. Wir kommen doch nicht wieder zurück, oder? Dahin zum Port? Das, also jede Kiste, die ich nicht gefunden habe, ist weg, oder was? Das wäre schon extrem ärgerlich. Naja gut, mehr Ärgerlichkeiten beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.